Rund 14 Kilometer südwestlich der Domstadt Paderborn erhebt sich über dem abgeschiedenen Almetal das Wahrzeichen des Bührener Landes, die Wewelsburg. Wuchtig und wehrhaft, sagenumwoben, mit mächtigen Mauern und Türmen beherrscht sie das stille Tal. Fast 1000 Jahre lang wird der Berg als befestigte Bastion genutzt. Er sah Fürsten und Grafen, Bischöfe und Freiherren kommen und gehen. Er war Schauplatz blutiger Gefechte und diente zu anderen Zeiten der Jagd und dem Spiel. Aufbau und Verfall, Leben und Tod. Über die Jahrhunderte veränderten Berg und Festung ihr Gesicht. Die große Wirtschaftskrise der späten 20er Jahre unseres Jahrhunderts ergriff auch die Wewelsburg. Geld zum Ausbau fehlte, dringend notwendige Erhaltungsarbeiten wurden eingestellt. Die Burg drohte im Vergessen zu versinken. Noch ahnte niemand, dass sie nur wenige Jahre später in den Mittelpunkt der Geschichte rücken sollte. 30. Januar 1933. Die Nationalsozialisten übernehmen die Macht. Ihr Führer Adolf Hitler wird Reichskanzler. In seinem Gefolge einer der mächtigsten Männer des neuen Staates, Heinrich Himmler. Zielstrebig beginnt der 32-jährige Reichsführer SS, seine neu gewonnene Machtposition auszubauen und zu festigen. Schon zu Beginn des Jahres 1932 hatte Himmler zuverlässigen SS-Führern seine Zukunftsvision enthüllt. Die SS sollte die Elite des Dritten Reiches werden, ein Ritterorden, Neuadel aus Blut und Boden. Nach dem Vorbild des Deutschen Ritterordens, der die Marienburg zu seinem Stammsitz aufgebaut hatte, plante Himmler auch eine Ordensburg für die SS. Diese Burg sollte im Westen Deutschlands liegen, denn Himmler glaubte einer alten Weissagung, nach der ein gewaltiges Heer aus dem Osten kommen würde, das erst am großen Hellweg geschlagen würde. Der große Hellweg, jene Straße, die in der Nähe von Soest von Ost nach West verläuft. Einige Monate später. Heinrich Himmler nutzt eine Wahlreise durch das Lipperland, um nach Wewelsburg zu fahren und die dort befindliche alte Burg zu besichtigen. Am 3. November 1933 steht er in Begleitung eines kleinen Stabes zum ersten Mal vor den mächtigen Mauern. Himmler ist begeistert. Die wuchtige Dreiecksburg schlägt ihn in ihren Bann. Noch am gleichen Tag fällt seine Entscheidung, die Wewelsburg als zukünftige SS-Führerschule auszubauen. Wer Himmler auf die Wewelsburg aufmerksam machte, ist bis heute nicht letztgültig geklärt. Karl Wolff, Chef des persönlichen Stabes des Reichsführer SS und späterer General der Waffen-SS, erinnert sich, dass die Baronin Jutta von Oeynhausen bei der Suche half. Die hat uns dann beraten und hat uns verschiedene Schlösser gezeigt, die Burg Schwalenburg und so weiter, ich erinnere mich noch. Die haben wir alle abgefahren und dann kamen wir auch auf eine ganz große Seltenheit, nämlich auf die Wewelsburg, die im Kreis Landkreis Büren war, etwa 18 Kilometer südlich Paderborn, dem Sitz eines Bischofs, der seine Sommererholung damals mit Wagen und Pferd rausgefahren war, 18 Kilometer, und dort seinen Sommermonat auf dem Land in guter Luft und abseits des Trubels verbrachte. Nachdem wir das besichtigt hatten, dann wurden natürlich, soweit Fachleute in der SS da waren, wir haben natürlich auch unter der Professorenschaft sehr gute Köpfe gehabt, die haben wir zur Beratung zugezogen. Zu diesen Beratern zählt eine der geheimnisvollsten Gestalten im Umkreis Himmlers, Karl Maria Willigut.
Der ehemalige österreichische Oberst lebte seit 1933 als Frühgeschichts- und Gotenforscher in München und fand schnell Kontakt zu Himmler, den vorgeschichtliche Themen stets interessierten. Karl Wolf, Himmlers rechte Hand, erinnert sich. Ein ehemaliger österreichischer Oberst, der in seinem zivilen österreichischen Namen als Oberst Willigut hieß, von uns aber den Decknamen bekam Weißtor und als Oberst, als Standartenführer übernommen wurde. Tor ist ja der große germanische Asigott. Gell? Und Weiß heißt, dass er aus einer wissenden Familie stammte. Frau Winkler, die zu dieser Zeit eng mit Weißtor zusammenarbeitete, berichtet: Er hat vor allen Dingen eben uns einen Schlüssel für die Runenzeichen gegeben, ja? Und dann hat er gewusst, wo manche alten Brauchtümer, wie man heute ja viel jetzt, auch sogar im Fernsehen oft bringt, im österreichischen, im bayerischen Fernsehen, alte Brauchtum, wo das herkommt und so weiter. Und dann kam noch dazu, für Himmler war er nicht nur deswegen wichtig, sondern er hat ja die Tochter vom letzten Dogen von Venedig zur Frau und er war Vortänzer am Kaiserhof als junger Offizier. Und dadurch kannte er natürlich die Erzherzöge und diese ganzen Herrschaften da vom Kaiserhaus und hat uns natürlich auch erzählt, er hatte viel Geld, er hatte ungarische Güter, hatten Güter in Ungarn, die Wildguts, und war sehr begütert. Und dann war das Erstaunlichste, er hatte uns, diese ungarischen Magnaten müssen wohl auch oft die sogenannten Könige von Zigeunern gewesen sein. Und er hat erzählt, er wäre das auch heimlicher König der Zigeuner in Ungarn. Haben wir natürlich nicht geglaubt. Und erzählte uns von den Bräuchen der Zigeuner und dass die Zigeuner jedes Jahr einmal nach Goslar müssen, einmal in ihrem Leben müssen in Goslar gewesen. Und Taufen und Hochzeiten waren alle auf der Klus in Goslar. Mystik und Mythologie beeinflussten Himmlers Entscheidung für die Wewelsburg. Umrahmt von zeitgeschichtlich bedeutsamen Städten, so den sagenumwobenen Externsteinen, die zahlreiche Gelehrte als zentrales Heiligtum der heidnischen Germanen deuteten, passte die Wewelsburg in Himmlers Weltbild. Denn so sehr die nationalsozialistische Führung eine neue Zeit beschwor, der Deutschland entgegenging, so sehr war Himmler der germanischen Vergangenheit zugetan. Die Geschichte der Wewelsburg und ihre eigentümliche Form muss für ihn wie eine Offenbarung gewesen sein. Die ungewöhnliche Dreiecksform findet sich in ganz Europa nur noch einmal bei einer schottischen Burg. Sie resultiert aus den natürlichen Bebauungsmöglichkeiten einer Bergzunge aus Kalkstein, die vermutlich schon in vorgeschichtlicher Zeit zum Aufbau von Wehranlagen anregte. Nachzuweisen ist eine frühgeschichtliche Wallburg aus dem 9. oder 10. Jahrhundert, als die Hunnen das Land bedrohten. Ein sächsischer Chronist aus dem 12. Jahrhundert bestätigt im ältesten schriftlichen Dokument, dass die Wallburg, genannt Wifilisburg, zur Zeit der Hunneneinfälle erbaut, später aber dem Verfall preisgegeben wurde. Derselbe Chronist berichtet als Kronzeuge von einer späteren Schreckensherrschaft. Im Jahre 1123 soll Graf Friedrich von Arnsberg, der Streitbare, die einheimische Bevölkerung gezwungen haben, auf der Bergzunge eine Zwingburg aus Stein zu erbauen. Sein Tod im Jahre 1124 setzte der Schinderarbeit ein Ende. Die aufgebrachten Menschen rissen ein, was sie unter Zwang errichten mussten. Fast 200 Jahre versinkt die Ruine im Dunkel der Geschichte. Erst das Jahr 1301 bringt wieder Licht. Der Graf von Waldeck übergibt seine Ansprüche auf die Wewelsburg an den Fürstbischof von Paderborn. Wahrscheinlich standen zu dieser Zeit zwei bewohnbare, festungsartige Häuser auf der Bergzunge, die beim späteren Neuaufbau der Burg nicht abgerissen, sondern möglicherweise in den östlichen Teil des Südflügels eingegliedert wurden. Der deutliche Knick in der Außenseite des Südflügels könnte diese Annahme belegen. Bis 1589 vergaben die Paderborner Fürstbischöfe die Wewelsburg an verschiedene Lehnsherren.
Erst in den Jahren 1603 bis 1609 erhält die Burg ihre heutige Gestalt. Eine alte lateinische Inschrift zeugt von dieser Zeit. Zur Ruine verfallen waren Burg und Burgbereich, als Fürstbischof Theodor von Fürstenberg die Wewelsburg erwarb. Der Dreißigjährige Krieg verschont die Region lange. 1646 aber belagert und erobert der schwedische General Karl Gustav Wrangel die Burg. 10 Jahre später beginnt der Wiederaufbau. Da die Burg ihre alte Bedeutung nicht zurückgewinnt, nagt wenig später erneut der Zahn der Zeit an den Mauern. Die Natur beschleunigt den Verfallsprozess. Am 11. Januar 1815 schlägt der Blitz in den Turm. Das Dachgebälk verbrennt und das Turminnere stürzt ein. Nur die dicken Außenmauern halten dem Feuer stand. Alles menschliche Leben auf der Burg erstirbt. 1832 stellt der preußische Staat, dem das Fürstbistum Paderborn angehörte, dem Pfarrer von Wewelsburg im Ostteil des Südflügels eine Wohnung zur Verfügung. Erst in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts ergriff der Bührener Landrat Dr. Vogels die Initiative zur Rettung der Burg. Das Heimatmuseum findet im Keller seine Bleibe. Ein Rittersaal steht für Festivitäten zur Verfügung und im Ostflügel wird eine Jugendherberge untergebracht. Als Dr. Vogels 1925 versetzt wird, erlahmt der Wille zum weiteren Ausbau. Die Wirtschaftskrise trifft den Landkreis Büren besonders hart. Lediglich der Turm wird im Winter 1932-33 mit schweren Eisenringen abgesichert. So präsentierte sich die Burg, als der Reichsführer SS Heinrich Himmler sie zum ersten Mal sah. Durch einen Vertrag vom 27. Juli 1934 mit dem Landkreis Büren ging die Burg für eine symbolische Gebühr von einer Reichsmark jährlich bis zum 31. Dezember 2033 an die NSDAP. Damit hatte Himmler freie Bahn, seine Pläne zu verwirklichen. In Anlehnung an mittelalterliche Termini ernannte er den bisherigen Hauptschulungsleiter der SS, Manfred von Knobelsdorf, zum Burghauptmann. Die Planungen zum Ausbau und Umbau der Burg wuchsen insbesondere während des Krieges zu einem gigantischen Projekt mit einem Bauvolumen von über 250 Millionen Reichsmark. Die erhalten gebliebenen Pläne dokumentieren die zutiefst mythologische Ausrichtung der Gesamtanlage. Farbliche Hervorhebung macht deutlich, die Zufahrtsstraße zur Burg gleicht dem Schaft eines Speeres. Die Hauptgebäude bilden eine Speerspitze, die sich in der Wewelsburg vollendet. Die eigentliche Speerspitze bildet der gewaltige Nordturm der Burg. Der Heilige Speer, eine der Reichskleinodien, die während des Dritten Reiches nach Nürnberg gebracht wurden, bestimmt die Form der SS-Stadt. Dieses Modell verdeutlicht aus einem anderen Blickwinkel die Speerform. Die Dimension der Planungen wird an dieser Gesamtübersicht deutlich. Den Mittelpunkt der Anlage bildet der Nordturm der Wewelsburg. Eine bis zu 18 Meter hohe Ringmauer umschloss den Gesamtkomplex mit einem Radius von fast 500 Metern. Planungen für eine Talsperre, ein eigenes Kraftwerk, Autobahnanschlüsse und einen eigenen Flugplatz lagen am Ende des Krieges bis ins kleinste Detail ausgearbeitet vor. So imposant diese Entwürfe aus den späteren Jahren auch sind, begonnen hat alles ganz bescheiden. Am 25. Januar 1934 bezog ein Kommando des Freiwilligen Arbeitsdienstes sein Quartier auf der Burg und beseitigte Schutt und Gerümpel. Erst danach begann die eigentliche Aufbauarbeit. Während des ersten Bauabschnitts von 1934 bis 1936 wurden West- und Südflügel ausgebaut, Burggraben, Burggarten und die Zufahrtsbrücke instand gesetzt. Zur Finanzierung der Umbauarbeiten gründete Himmler am 1. Februar 1936 die Gesellschaft zur Förderung und Pflege deutscher Kulturdenkmäler e.V. unter der Geschäftsführung des späteren SS-Obergruppenführers und Chefs des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes Oswald Pohl. Schon ein Jahr davor, am 6. November 1935,
Er ließ Himmler, in der Absicht, die verschiedenen Bezeichnungen der SS-Dienststelle auf der Wewelsburg zu vereinheitlichen, folgenden Befehl. Der Name der Schule auf der Wewelsburg als einzige Dienstbezeichnung lautet SS-Schule Haus Wewelsburg. Der verantwortliche Leiter dieser Dienststelle führt die Dienstbezeichnung der Burghauptmann von Wewelsburg. Während des zweiten Bauabschnitts in den Jahren 1936 bis 1938 lag der Schwerpunkt beim Innen- und Außenbau des Ostflügels. Ein erster Neubau, das Wachgebäude, in dem sich heute eine Ausstellung zur Geschichte der Burg befindet, wurde errichtet. Die Inneneinrichtung der Burg wurde mit großer Sorgfalt ausgeführt. Kostbare Wand- und Deckenvertäfelungen, kunstvoll gestaltete Treppen, Wand- und Hängelampen, restaurierte Kamine und handwerklich gediegen verarbeitetes Mobiliar, fast ausschließlich aus Eiche, gaben den Räumen ein besonderes Gepräge. Lina Heydrich, die Frau des in Prag erschossenen SS-Obergruppenführers Reinhard Heydrich, erinnert sich. Ich selber habe ein einziges Mal die Wewelsburg in Begleitung meines Mannes besichtigt. Und zwar zu einer Zeit, als alles noch im Werden war. Mich hat vor allen Dingen die künstlerische Ausgestaltung der alten Räume interessiert. Imponiert hat mir der wunderbare Bau dieser alten Burg. Und ich muss auch sagen, dass die SS es verstanden hat, Künstler zur Ausgestaltung der Räume zu gewinnen. Die Inbesitznahme der Burg durch die SS und die ständige Präsenz der schwarzen Uniformen auch in der Ortschaft Wewelsburg stieß auf das Misstrauen eines Teils der katholisch geprägten Dorfbewohner. Der 1934 als Schulungsleiter an die Wewelsburg berufene Walter Franzius spürte diesen Widerstand und bemühte sich, das Interesse der Einheimischen zu gewinnen. Da der im Westflügel der Wewelsburg gelegene Festsaal den Dorfbewohnern nicht mehr zur Verfügung stand, schlug Franzius Heinrich Himmler den Erwerb eines verfallenen Hofes vor, den er mit Hilfe örtlicher Handwerker, der Hitlerjugend und des Reichsarbeitsdienstes in ein Dorfgemeinschaftshaus umbaute. Das Gebäude hat die Wirren des Krieges unbeschadet überstanden und gilt heute als Musterstück vorbildlicher Denkmalpflege. Die Handwerker arbeiteten perfekt bis ins Detail. Szenen aus der germanischen Mythologie und kunstvolle Verzierungen geben der stattlichen Fassade ihr besonderes Gepräge. Auch das dem ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus gegenüberliegende Gebäude mit seinen symbolträchtigen Darstellungen und geschnitzten Gesichtern hat die Zeiten überdauert. Am 8. Mai 1937 übergab Himmler in einer Feierstunde das fertiggestellte Gemeinschaftshaus der Bevölkerung. Für den historisch Interessierten bietet dieses Gebäude, das heute einen gepflegten Gasthof beherbergt, viel Sehenswertes. Die architektonische Grundstruktur ist unverändert. Das schwere, eichene Mobiliar ist zum großen Teil original. Der Keller mit dem Kamin, ehemals der Treffpunkt der örtlichen Hitlerjugend. Kunstvolle schmiedeeiserne Arbeiten und Schnitzereien, die die Denkmalpflege erhalten hat. Die erwähnte Diskrepanz zwischen der SS und den Dorfbewohnern war nicht das einzige Problem, mit dem sich Himmler und seine Burgleute auseinanderzusetzen hatten. Auch die katholische Kirche der Diözese Paderborn stand den Zeichen der neuen Zeit misstrauisch gegenüber. Die Ernennung von Franz Josef Tusch zum neuen Dorfpfarrer im Jahre 1934 war ein bewusster Schritt, um im Rahmen der Möglichkeiten der Ideologie der neuen Machthaber entgegenzuwirken. Tusch ging auf Distanz zur SS und bemühte sich, seine Gemeinde zu erhalten. Erst als Himmler SS-Sturmbandführer Manfred von Knobelsdorf seiner Funktion als Burghauptmann enthob
und ihn im Frühjahr 1938 durch Siegfried Taubert, bis dahin Stabschef Heydrichs und Sohn eines Pastors, ersetzte, änderte sich das Verhältnis. Gottlieb Bernhard, der gegen Ende des Krieges als Adjutant Tauberts auf die Wewelsburg kam? Das war im Januar 1945. Ich bin da mit gemischten Gefühlen hingegangen. Taubert sprach, brach das Eis sofort, war wie ein Vater zu mir. Und wir haben dann sehr, sehr gute miteinander, sind wir gut und miteinander ausgekommen. Der Taubert, muss ich sagen, ist nie als General oder Vorgesetzte in Erscheinung getreten, sondern als väterlicher Freund. Es ließ sich die umgehen, dass ich dann die Internas ein bisschen kennenlernte. Zum Beispiel die erste Begegnung war ein bisschen schockierend. Wir hatten im Wewelsburg, im Lager draußen, einen Friseur. Nikolaitzig, glaube ich, hieß er. Dann brauchte man nur anzurufen, im Lager schickten wir mal einen Friseur zur Dienststelle. Und dieser Friseur war ein Bibelforscher, der hat natürlich dann versucht, sofort mich propagandistisch zu beeinflussen. Und zwar auf eine ziemlich grobe Art. Und ich habe mit dem mich unterhalten, habe den abgeklopft, warum und weshalb überhaupt Häftlinge, weil es war für mich was völlig Neues, Häftlinge zu sehen und mit Häftlingen zu sprechen. Und am nächsten Morgen musste die Unterschriftenmappe reinreichen zum Geschäftsführer, zum Chef hin. Dann sagt der Bernhard, ich habe gehört, Sie haben sich intensiv mit dem Häftlingen, dem Friseur, unterhalten. Ja, sage ich, warum ist das ehrenrührig? Wissen Sie nicht, dass es streng verboten ist, mit Häftlingen zu sprechen? Ja, sage ich, über Gucken für, da bin ich wirklich überfordert. Ich komme von der Truppe und kenne die Geflogenheiten des KZs und so weiter. Die Umstände im Umgang mit Häftlingen kenne ich nicht. Dann hat er natürlich dann sofort besänftigt und hat gesagt, ich hatte ihn gewissermaßen am Portepee gepackt, weil ich sagte, ich komme von der Truppe. Und seit der Zeit hat er nie irgendwie noch Bemerkungen gemacht. Ein sehr jovialer, korrekter, ritterlicher Mann, chevaleresk, wirklich in jeder Beziehung. Man merkte ihm den Weltkrieg I-Offizier an, der nun casinomäßig sich ganz fantastisch bewegen konnte am glattesten Parkett. Durch die Anwesenheit Tauberts verbesserte sich in der Folgezeit auch das Verhältnis zwischen den Dorfbewohnern und der Burgbesatzung. Ilse Page, während des Krieges in der Verwaltung der Burg tätig, erinnert sich. Er hatte den Spitznamen Opi. Wir nannten ihn alle Opi. Er war klein, schmal und auch im Dorf sehr beliebt. Also ich müsste lügen, er war sehr beliebt bei den Wewelsburgern, weil er auch für alle was getan hat. Wenn irgendein Kind mal krank war oder irgendeiner in Not war, die kamen dann, er stellte ein Auto zur Verfügung. Oder zum Beispiel eine Familie, die hatten 13 Kinder, da wurde jeden Tag ein Kübel Essen rübergebracht, wurde dafür gesorgt. Also der Taubert war sehr beliebt. Die letzten Jahre vor Kriegsbeginn sind geprägt von vielfältigen Aktivitäten. Die Zahl des Burgpersonals wurde erweitert. Über die genaue Mannschaftsstärke ist allerdings wenig bekannt. Man muss davon ausgehen, dass, abgesehen von der Bauleitung, nie mehr als ca. 50 SS-Männer auf der Burg lebten. Unter der Leitung des SS-Hauptsturmführers de Coudre begann der systematische Aufbau einer Bibliothek der Schutzstaffel, die schon 1938 rund 16.000 Bände umfasste. Nur wenige Exemplare, erkennbar an der originären Einstempelung, sind heute greifbar. Der Archäologe Wilhelm Jordan begann in den Jahren 1936-37 mit dem Aufbau einer wissenschaftlich ausgerichteten vor- und frühgeschichtlichen Abteilung. Unter seiner Leitung wurden in der Umgebung archäologische Ausgrabungen vorgenommen, unter anderem auf der Hünenburg bei Gellinghausen, beim Fieslerberg in Salzkotten,
in Brenken, Paderborn, Haaren und bei den Externsteinen in der Nähe von Horn. Jordan entdeckte nicht nur die Reste eines germanischen Hauses bei Bördeken, er unternahm auch ausgiebige Untersuchungen am Kammergrab oberhalb von Ettelen, das bis heute besichtigt werden kann. Unter seiner Leitung begannen archäologische Grabungen an Siedlungsresten im Umkreis einer von Karl dem Großen gebauten Kirche, die sich auf einem alten heidnischen Kultplatz in der Nähe des Gutes Bördeken befand. Im Frühjahr 1937 wurden seine Arbeiten mit einem sensationellen Fund gekrönt. Er legte die Überreste eines germanischen Pfostenhauses aus dem 1. Jahrhundert frei, dessen einzige Parallele sich in Jütland befindet. Max Hollweg, als Bibelforscher im Dritten Reich verfolgt, kam als Häftling im Jahre 1940 in ein Arbeitskommando in das Lager Wewelsburg. Den Jordan, den habe ich kennengelernt. Er war Wehrgeologe und hatte eine Charge, ich glaube, Obersturmführer. Und dieser Jordan war beauftragt, ein Museum einzurichten, weil bei den Grabungen, Erdarbeiten, die wir machten, Funde von Meeresspinnen, von versteinerten Krebsen und so weiter gefunden wurden. Und da ich mich auch selbst dafür interessiere, machte mir das immer Freude, wenn ich diese Steine auf den Grabenrand legen konnte. Und dann sah ich Jordan vorbeigehen, der sie dann mit dankbarer Miene mitnahm. Der Jordan hatte mit dem Konzentrationslager überhaupt nichts zu tun. Ihn persönlich konnte ich nicht kennenlernen, weil ich da keine Beziehung zu hatte. Aber wenn ich seinen Gesichtsausdruck und sein dankbares Nicken, das war für uns schon viel. Eine Anerkennung. In den folgenden Jahren wurde die Burg weiter ausgebaut. Gästezimmer, Vortrags- und Speiseräume entstanden ebenso wie eine Großküche oder ein modernes Fotolabor mit angeschlossenem Archiv. Eigenes Geschirr wurde angefertigt, verziert mit Runen und germanischen Halszeichen. Nur wenige Stücke haben das Kriegsende überlebt. Wie zahlreiche Bücher und archäologische Fundstücke wurde es in den letzten Kriegstagen zerschlagen oder durch Plünderer zerstört. Die Raumpflege und die Betreuung der Gäste mittels einer modern eingerichteten Küche, einer Wäscherei, Bügel- und Nähzimmer hatte eine Gruppe junger Frauen übernommen, die Burgmaiden genannt wurden. Sie standen unter der strengen Leitung von Frau Elfriede Wippermann, an die sich der damalige Häftling Max Hollweg erinnert. Ich persönlich hatte dann eine Bekannte auf der Burg, die in unserem Heimatdorf Marienfels die Yacht früher hatten. Das war die Frau Wippermann. Diese Frau Wippermann kannte mich als Kind und mit ihrer Tochter haben wir immer zusammen gespielt. Und jetzt durfte aber keiner der SS-Leute wissen, sonst hätten sie das unterbunden. Und wenn sie in Urlaub fuhr, dann hat sie sich erkundigt, wie es meiner Mutter ging und brachte mir dann schon mal eine Nachricht mit. Dazu musste ich dann auf das Arbeitskommando Burg eingeteilt werden.
Das Jahr 1938 ist markiert durch eine einschneidende Änderung. Die Männer des Reichsarbeitsdienstes wurden zum Bau des Westwalls abgezogen. Es entstand ein Mangel an kostengünstigen Arbeitern. Im Mai 1939 traf daher ein erstes Kontingent von Schutzhäftlingen aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen ein, die zunächst ihr Lager in einem großen Zelt unterhalb der Burg bezogen. Im Herbst 1940 wurde ein vollständiges Lager am Dorfrand unter der Bezeichnung Konzentrationslager Niederhagen erbaut. Nur mit Hilfe der hier inhaftierten Männer, in der Mehrzahl Bibelforscher, konnten die Arbeiten fortgesetzt werden. Max Hollweg erinnert sich an die Zeit als Häftling und den damaligen Lagerleiter Haas. Der Obersturmführer Haas war von Natur aus hat ein sehr brutales Aussehen. Aber ich müsste lügen, wenn ich ihm meiner Persönlichkeit nach etwas Schlechtes nachsagen dürfte. Ich durfte ihn sogar 6 Wochen lang rasieren. Das Kommando SS-Friseur bestellte mich, weil ich in meiner Freizeit als Blockfriseur eine gute Übung hatte. Und er schätzte es sehr, dass ich ihn rasierte und einen Haarschnitt bei den anderen SS-Leuten. Nur war das immer mit großen Gefahren verbunden. Einzelheiten darüber würden zu weit führen. Aber diese einzelnen SS-Leute waren mitunter sehr arrogant. Sie lasen Illustrierte und wollten dann scharf ausrasiert werden, sodass ich mich knien musste, um an die Stellen im Gesicht zu kommen. Ich war froh, dass ich nach 6 Wochen wieder in meinem Beruf gebraucht wurde. 1942 wurden wir in den Arbeitskommandos von brutalen Kapos geführt und die Einzelheiten, die würden in diesem Rahmen zu weit gehen. Nur eines, als das Lager 43 aufgelöst wurde, hatten wir 63,7% Tote und wir hatten als Zeugen Jehovas 21 Glaubensbrüder verloren. Trotz der schrecklichen Zustände im Konzentrationslager Niederhagen, die vielen Häftlingen das Leben kostete, legt Max Hollweg Wert auf historische Exaktheit und unterscheidet zwischen der SS-Burgmannschaft und der SS-Wachmannschaft im Lager. Das waren verschiedene Gruppen. Die SS-Burgmannschaft hatte mit der SS-Lagerleitung gar nichts zu tun. In die Jahre 1938 bis 1943, kurzzeitig durch den Kriegsausbruch unterbrochen, fallen die augenfälligsten Ausbauarbeiten. Es sind die Bereiche der Burg, über denen bis heute der Schleier des Geheimnisvollen liegt, die immer wieder Anlass zu Spekulationen, Gerüchten und Vermutungen geben. Im Winter 1941-42 wurde der gewaltige Nordturm bis zur Decke des Erdgeschosses abgetragen. Er sollte später neu aufgemauert werden. Im Erdgeschoss des Turmes entstand der sogenannte Gruppenführersaal, der bis heute erhalten ist. Eine eigentümliche Ähnlichkeit mit dem Grabmal Theoderichs des Großen in Ravenna prägt diesen Raum, dessen genaue Bestimmung bis heute im Dunkeln der Geschichte ruht. Thank you.
Auffallend ist die immer wiederkehrende Verwendung der Zahl 12. 12 Speichen des Sonnenrades in der Bodenornamentik. 12 Säulen und 12 Nischen, die den kreisrunden Raum zieren. SS-Obergruppenführer General Wolf erinnert sich. Das war als ein Teil des, des Mythos, den man dort einführen wollte. Und hier, das sind doch, glaube ich, 12 Postamente, die sind gemacht worden, also in Anlehnung so mystisch und verworrener Dinge, mit denen Himmler gern gespielt hat. Von König Artus Tafel runter und zwar waren wir 12 Hauptamtschefs, die unterhalb von Himmler gleichberechtigt nebeneinander unsere Dienstbereiche vertraten, weil der Himmler nicht den Mut hatte, einen stellvertretenden Reichs-SS oder einen stellvertretenden Chef der deutschen Polizei zu ernennen. Eine andere Quelle besagt, dass Himmler plante, für jeden SS-Obergruppenführer ein Wappen anfertigen zu lassen und es möglicherweise in diesem Raum aufzubewahren. Auf der Suche nach Beweisen stießen wir auf das bislang unbekannte Wappenschild des Obergruppenführers Kappler. Ein weiterer Fund, viele Wochen später, dieses Bild zeigt Wertgegenstände aus der Wewelsburg, die bei Kriegsende von den Engländern beschlagnahmt wurden. Die farbliche Markierung verdeutlicht inmitten der Gegenstände ein weiteres Wappen, verziert mit Hahn und Speichenrad. Geheimnisvoll auch die Gruft des Nordturmes, tief im gewachsenen Fels gelegen und im Volksmund Walhalla genannt. In mehreren Baustufen entstand aus einem halb zerfallenen Keller diese geheimnisumwitterte Krypta. Auch hier die Symbolik der Zahl 12. Zwölf Podeste umgeben eine tiefer gelegte Ebene. Ob auf diesen Podesten die Urnen der 12 Hauptamtschefs der SS aufgestellt werden sollten, wie einige Quellen behaupten, ist letztlich unbewiesen. Ebenso unbewiesen wie der Hinweis, dass es Himmlers Wunsch gewesen sein soll, nach seinem Tode in diesem unterirdischen Gewölbe begraben zu werden. Eines aber ist unbestritten. Bis heute nehmen Architektur, Licht und Atmosphäre dieses Gewölbes den Besucher gefangen. Auf engstem Raum verdichten sich Mystik und Mythologie, reale Geschichte und Geschichten. Mit Kriegsausbruch änderte sich auch das Leben auf der Burg. Wehrpflichtige SS-Männer wurden zu ihren Truppenteilen abgezogen. In der Nachfolge kamen mehr und mehr Kriegsversehrte auf die Burg. Trotz des Krieges wurden bis 1943 auf der Burg und im Dorf verschiedene Baumaßnahmen durchgeführt. Die SS-Bauleitung bzw. die Gesellschaft zur Förderung und Pflege deutscher Kulturdenkmäler kaufte neben Grundstücken und Höfen im Dorf auch die katholische Pfarreikirche Wewelsburg. Durch entsprechende Bestimmungen im Kaufvertrag verblieb die Kirche bis Kriegsende der katholischen Gemeinde zur Nutzung.
Im Jahre 1941 kam die Gesellschaft im Zuge eines Enteignungsverfahrens in den Besitz des Gutes Bödeken, ein ca. 2 Kilometer Luftlinie von der Burg entfernt liegendes Kloster. Obwohl noch bis 1944 die Planungsarbeiten stetig wachsende Ausmaße annahmen, endeten etwa im April 1944 alle Bautätigkeiten vor Ort. Die Fronten näherten sich den deutschen Reichsgrenzen. Schon 1943 war in einem Teil der SS-Baracken gegenüber dem ehemaligen Konzentrationslager ein Wehrertüchtigungslager der Hitlerjugend eingerichtet worden. Das Dorf war belegt mit Ausgebombten aus dem Ruhrgebiet. Auch die Burg änderte ihr Gesicht. Äußerlich wurde sie 1944 mit einem Tarnanstrich versehen. Viele Wertgegenstände, die auf der Burg lagerten, wurden versteckt oder abtransportiert. Gottlieb Bernhard erinnert sich. Übrigens, im Stabsgebäude lag unten im Keller eine Kiste, und da kann ich mich gut daran erinnern, die hat Jordan mal aufgelistet, und zwar woher diese Kiste stammte, 2 Meter mal 1 Meter ungefähr und dann diese Höhe, mit numismatischen Kostbarkeiten. Jordan hat den Goldwert geschätzt, mehr konnte er nicht, aber das waren, aus welcher Beute das stammte, weiß ich nicht. Ich habe nur einen Schriftwechsel führen müssen mit der Reichsbank, die den Finger darauf legte, die beanspruchte das Eigentumsrecht. Wie hoch war der Goldwert? Der Goldwert, der war an sich horrend, obwohl die meisten Münzen nicht aus Gold bestanden. In diesem Gebäude, also im Stabsgebäude, war eben im Keller diese Kiste aufbewahrt. Wo die abgeblieben ist, weiß ich nicht. Da wurden Kunstschätze, Gemälde, Teppiche, und zwar Teppiche in, na, ich schätze in 3 bis 4 Meter Höhe, aufeinander gestapelt. Teppiche natürlich, Originale, die in riesigen Dimensionen, also ganz große Teppiche, die bestimmt 6 bis 8 Meter lang waren und dementsprechend breit. Angefangen von unten die größten bis oben die kleinsten, die wurden dann eingemottet und Gemälde aller Art wurden da eingebaut, und zwar in dem alten, also den, ich weiß nicht, wie hieß noch das Gebäude, was jetzt noch steht. Gut, direkt an der Burg oder etwas? Genau, was jetzt an der Burg, das alte Gebäude, wo jetzt ein Altenheim ist. Ja. In diesem Gebäude befand sich unten eine Turnhalle mit einer freitragenden Treppe. Und diese freitragende Treppe, die diente gewissermaßen als Depot, wurde dann hinterher zugemauert und getüncht, dass das den Einschwung erweckte, das wäre baulich so in Ordnung. Das haben Häftlinge gemacht. Ich weiß nur, dass wir als Arbeitskommando viele requirierte Kunstgegenstände, wertvolle Sachen, auf Bödeken vermauert hatten, sodass wir eigentlich die Wischer waren, die einzigen, wo diese Kunstschätze aus Holland, Belgien, Frankreich und so weiter versteckt waren.
Der Krieg trat in seine letzte Phase. Am 28. März erreichte die 3. US-Panzerdivision Spearhead die Linie Dillenburg-Marburg, drehte von hier nach Norden Richtung Paderborn, um sich mit der von Nordwesten anrückenden 9. Armee zu vereinigen. In der Nacht zum 30. März verließ Burghauptmann Taubert mit zahlreichen Männern die Burg und erreichte am folgenden Tag den Kommandobunker des Paderborner Kampfkommandanten. Hier erklärte ihm der ebenfalls anwesende SS-Hauptsturmführer Heinz Macher, dass er auf Befehl Himmlers unterwegs sei, um die Wewelsburg und alle Nebengebäude zu sprengen. Der ehemalige SS-Rottenführer Kurt Mache, der den Auftrag erhielt, Heinz Macher mit seinem Sprengkommando auf Schleichwegen durch die amerikanischen Linien zu bringen, erinnert sich an die letzten Tage. Also die Wewelsburg, weil der Amerikaner nach der Amerikaner die Ortschaften ringsherum besetzt hatten, wo haben wir uns eben abgesetzt. Wir waren ja nicht zum Kampf eingerichtet, wir hatten ja nur einen Karabiner und ein paar Panzerfäuste, das war alles. Wir waren keine Kampfeinheit, wie ich schon zu Anfang erzählt habe. Und da haben wir uns eben die Fahrzeuge abgesetzt und der Obergruppenführer Taubert hat die Sache geleitet und ich war lediglich nur als Meldefahrer. Ja. Und haben die erste Nacht in Paderborn übernachtet in der Kaserne und dann bekam ich eben den Befehl, der Paderborn zu seiner Frau noch zu fahren und gewisse Dokumente oder abzuholen. Was drauf stand, wusste ich nicht. Er hat mir einen Brief mitgegeben, da stand alles weiter drin. Und die Frau in der Taubert hat das hergerichtet, hat mir das gegeben. Ich habe das eingepackt und bin dann gleich wieder zurückgefahren. In dieser Zeit habe ich aber keine Besatzung irgendwie von Amerikaner zu spüren bekommen. Lediglich auf der Rückfahrt habe ich eben den Weg abschneiden wollen und bin da unter Feuer geraten von Amerikanern, was ich so nicht gemerkt habe, sondern nur dadurch, dass die im Graben liegenden Wehrmachtsangehörigen sich geduckt haben. Und da wusste ich, aha, ist gefährlich und hatte Glück, weil gleich hin kam wieder ein Waldstück und da bin ich durch und stand dann das Einzige. Und wo ich dann nachher in Wewelsburg mich gemeldet hatte, war der Obergruppenführer eben sehr überrascht, dass ich schon da war. Und da kriegte ich dann den Auftrag zu essen, wir müssen uns absetzen, weiterfahren. Und während ich gerade das Essen gefasst hatte und beim Essen war, wurde ich eben sofort zum Befehlsbunker gerufen. Und da wurde mir von Obergruppenführer Taubert, der schon mal für Macher vorgestellt. Ja? Und hat mir gesagt, er hätte einen bestimmten Auftrag und ich bekäme eben den Auftrag, ihn zur Burg zu bringen. Alles andere erfahre ich während der Fahrt vom Obergruppenführer, Macher selber. Und so ist es auch gegangen. Und unterwegs habe ich eben erfahren, dass die Burg gesprengt werden soll. Und ich habe den Auftrag erfüllt, alle Fahrzeuge, die noch fähig sind, herzurichten, fahrbereit zu machen. Und die SS-Frauen mit den Kindern, die raus wollen, rauszubringen. Nachdem sich tags zuvor die SS-Panzerbrigade Westfalen in der umliegenden Gegend schwere Kämpfe mit der 3. US-Panzerdivision geliefert hatte, herrschte auf der Burg und im Dorf angespannte Stille. Doch statt der erwarteten amerikanischen Soldaten tauchten am Nachmittag des 31. März Heinz Macher und sein Sprengkommando auf. Nur unzureichend mit Sprengstoff ausgerüstet, legte er Sprengsätze in den West- und Südturm, zündete Gardinen und die Fenstervorhänge an und schoss die mitgebrachten Panzerfäuste in die brennenden Gebäude. In wenigen Minuten stand ein großer Teil der Burg in Flammen. Gegen 17 Uhr verließ Macher mit seinen Männern den Ort. Das große Plündern begann. Heinz Siegfried Mietz, damals Angehöriger der Panzerbrigade Westfalen, erinnert sich. Wir waren zum Schluss dann nur noch zu fünf und wir hatten ja keine Verpflegung, gar nichts und suchten natürlich da ein Dorf in der Nacht. Und dann sahen wir auch anscheinend Gebäude, das waren aber keine, das waren amerikanische Lastwagen. Als wir näher herankamen, wurden wir beschossen. Und da verloren wir zwei Kameraden, sodass wir nur noch zu dritt waren. Ja, dann von da aus haben wir uns dann, war eine Feldscheune, haben wir uns in der Feldscheune dann notdürftig Quartier gemacht, ein bisschen geschlafen. Das war ja dann der Samstag. Und da liefen überall Zivilisten in den Wäldern und auch versprengte Soldaten. Aber keiner wusste so recht, wohin. Am Sonntag, also das war ja dann Pfingsten, Pfingstsonntag,
Vormittag haben wir es dann langsam nach Wewelsburg gesagt, vielleicht sind da noch Truppen von uns, versuchen wir mal nach Wewelsburg zu kommen, zur Burg. Und wir kamen dann von einer Straßenkreuzung von Büren aus, die jeweils nach Wewelsburg. Und da war ein einzelnes Haus, bestimmt einen Kilometer vorm Ort, auf der linken Seite, wir sind da vorsichtig rein, war eine Frau mit ein paar kleinen Kindern und die hatte Weißbrot gebacken, also an Ermangelung von Kuchen vielleicht, hat uns dann noch beköstigt und so weiter und sagte, nein, Wewelsburg, da sind keine Amerikaner, das ist nicht besetzt. Und die Wewelsburg, die haben sie gesprengt. Ich sagte, das kann doch gar nicht sein. Doch, sagte sie, die Wewelsburg, da war ein Kommando, die haben die gesprengt, das brennt. Da sind wir dahin und sahen dann riesige Karawanen mit Handwagen und Kinderwagen und so weiter und haben da Utensilien geschleppt, viel Getränke, also Wein und auch sonst. Also ich habe gesagt, das wäre ein Chaos und wir mit unserer SS-Uniform haben natürlich dann ziemlich schlechtes Bild abgegeben, wollte man uns so schnell wie möglich loswerden. Und ich bin dann wohl drin gewesen, es hat noch gebrannt. Da war im Flur oder in der Diele, auf der linken Seite waren wohl die Bohlen durch und da konnte man runter gucken, nicht direkt, aber da ging es in den Keller rein, da haben sie wohl den Wein geholt oder sowas. Ne? Am nächsten Tag flammte das Feuer noch einmal auf. Als am 2. April die ersten Amerikaner in das Dorf einrückten, war die stolze Burg eine Ruine. Nach der Besetzung des Dorfes errichtete das 83. amerikanische Aufklärungsbataillon sein Hauptquartier bei Gut Bördeken, wo hinter falschen Wänden wertvolle Stücke aus der Burg lagerten. Wer schließlich die Verstecke entdeckte, ist kaum noch zu klären. Diese Bilder beweisen nur, dass sie entdeckt wurden. Ein weithin unbekanntes Kapitel verdient besondere Beachtung. In der Mitte der 30er Jahre ließ sich Himmler in den tiefsten Keller des Westturms, das sogenannte Norbertusloch, einen Privattresor einbauen, von dessen Existenz außer dem Burghauptmann später niemand mehr etwas wusste. Als der Tresor am 9. April 1945 entdeckt wurde, war er bereits gesprengt und geplündert. Fest steht bisher nur, dass die Amerikaner die Türen des Tresors aufsprengten. Der Verbleib des Inhalts, unter ihnen die sogenannten Heydrich-Akten, ist ungeklärt. Der Tresor selbst befindet sich bis heute in der Burg, als stummer Zeuge eines ungelösten Geheimnisses des Dritten Reiches. Wohin die gefundenen Kunstschätze und Einrichtungsgegenstände, darunter die private Waffensammlung Heinrich Himmlers, gebracht wurden, ist ebenfalls unbekannt. Bis heute halten sich hartnäckig Vermutungen, nicht alle Verstecke seien gefunden worden. Immer wieder auftauchende Einzelstücke aus dem Fundus der Burg könnten ein Beleg für die Richtigkeit dieser Behauptung sein. Heute sind die Burg, die Gruft und der Gruppenführersaal Besucherattraktionen. Sie bleiben, ebenso wie der große Tresor tief im Norbertusloch, ständige Erinnerungen an jene Zeitepoche, in der die Wewelsburg als Himmlers Burg in die Geschichte einging.